heartily love and welcome Mr. Luxury East and Trump the Beast. Ole Emmanuel Isolasia, this is Fire T representing for Reggae Story DE. Guten Morgen. Hallo Fire T, schön, dass du als Überraschungsgast heute mit dabei bist. Ein ca. 25-jähriger Bobo-Dread aus München, der mit seiner Band Next Generation Family seit 2007 für Aufsehen sorgt und September 2011 das mehr als überzeugende Roots-Reggae-Album Family Wise herausgebracht hat. Das war's dann aber auch schon mit den offiziellen Infos. Verrate uns doch einmal etwas mehr zu deiner Biografie. Okay, ich bin Fire T, ich wohne in München und ich mache Reggae oder Musik im Allgemeinen eigentlich so, seit ich denken kann. Und für mich ist es ein Pleasure und eine Freude heute für Reggae Stories zu repräsenten und werde heute ein bisschen mehr erzählen von meinen Zukunftsplänen oder von meiner Vergangenheit. Insbesondere auch mein neues Album The Real Rebellious, das wird 2014 erscheinen. Und das ist dann die zweite Scheibe von mir, Fire T. Verrätst du uns jetzt nichts? Wann ist dein Geburtstag? Wie lautet dein richtiger Name zum Beispiel? Mein richtiger Name ist Tony. Da kommt auch dieses T in meinem Namen Fire T her. Und bin gebürtiger Italiener, wohne aber seit meinem 6. Lebensjahr in Deutschland. Und ja. Und wann ist nun genau der Geburtstag? 8.4.1987, Mona Ruben. Aha. April. Was das T in deinem Namen bedeutet, hast du gerade selber erklärt. Das wollte ich als nächstes fragen. Das nächste, es wird ja immer gesagt, Sumali und Fire T sind Partner. Kannst du das aufklären? Ist das wirklich so? Also wir verbringen den Großteil unseres Lebens zusammen und natürlich teilen wir auch den wichtigsten Teil unseres Lebens, die Musik. Ja, das ist so. Von daher war ja fast zu vermuten, dass du heute mit dabei bist, genau, wenn ihr Partner seid. Als Special Guest diesmal, unangekündigt. Say yeah! Say yeah! Only good things in Und wie gestaltet sich eure musikalische Zusammenarbeit, außer der Geschichte, dass Sumali den Bass spielt bei dir? Also ich muss sagen, dass Sumali in unserer Produktion, also was Next Generation Family, auch die Backing Band betrifft, eine sehr große Rolle spielt, da sie mit mir zusammen produziert, mit mir zusammen Ideen ausarbeitet. Viele der Ideen, die man auf dem letzten Album Family Wise hört, sind auch aus der Feder von Sumali. Deswegen, Sumali, big up yourself. Reggae music of it, no!
deine Zusammenarbeit mit Blut an Fire und Jam Mason oder auch Fire Mason, wie er sich nennt, könnte passender kaum sein. Neben dem Fire im Namen schwimmt ihr auch auf derselben musikalischen Welle. Und mit Jam Mason, finde ich, liegst du auch noch stimmlich nah beieinander. Wie kam es zu der Zusammenarbeit von euch? Also ich muss sagen, ich höre mir sehr lange schon an, was Mason so macht und rate das auch sehr. Und deswegen war es für mich eigentlich keine Frage, dass die beiden Features auf meinem Album mehr als nur eine musikalische Kollaboration sind. Das heißt, Luther, Fire und Jam Mason sind mittlerweile gute Freunde von mir und bin sehr dankbar, dass der Weg uns auch musikalisch zusammengeführt hat. Gibt es außer den beiden, sage ich mal, ein besonderes Vorbild noch, was dich zum Reggae geführt hat? Vorbild ist immer schwierig, weil ich denke, Vorbilder sind wichtig einerseits, andererseits ist es aber auch unerlässlich, dass man weiß, wer man selbst ist und wer man sein will. Und gerade was Musik betrifft, wird man immer gerne verglichen mit, der klingt wie der und der klingt wie der. Ich nehme da ein bisschen Abstand davon, so, weil es für mich auf jeden Fall sehr wichtig ist, Dinge zu transportieren, die ich selbst meine. Ja? Also ich würde niemals mit einem Artist einen Song schreiben, zum Beispiel, der ganz klar eine Idee vorgibt oder eine Meinung vertritt, die ich nicht teile. Deswegen war es für mich von vornherein klar, dass wenn ich Features mache, dann sind es wirklich Leute, die nicht nur musikalisch auf derselben Wellenlänge schwimmen, aber auch menschlich und gesellschaftlich die gleiche Orientierung haben. Zu deinem nächsten Album hast du erst schon kurz etwas gesagt. Wird es das wieder nur als Download geben oder wird das diesmal offiziell als physisches Exemplar zu erwerben geben im Handel? Also das letzte Album gab es auch schon als CD, also in Audioform, zum Mitnehmen bei Amazon zu bestellen. Das nächste Album wird es definitiv in mehr Stores geben, als CD, sowohl als auch als Download. No! Some boy I said them smoke, coke and crack. Rasta don't support them thing. Fire board! If you don't support them thing, say fire! Fire! Alright, they can do louder. But let me tell you something. Jetzt noch ein paar ganz kurze Fragen. Reggae Jam oder Summer Jam? Well. Am besten beides, wenn es geht. Hat nichts mit Reggae zu tun? Beatles oder Bee Gees? Beatles. For real Beatles. Schwimmen oder Joggen? Wenn es geht, beides. Ostsee oder Nordsee? Wenn du es kennst. Ich würde sagen, eher die Nordsee dann wahrscheinlich. Ja. Was nervt dich am meisten? Was mich am meisten nervt persönlich ist schlechtes Wetter. Und Leute, die auf schlechtes Wetter schlecht reagieren. Man sagt ja immer, es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassend gekleidete falsche Menschen. Falsche Kleidung, genau. You wanna get high with me? We'll be right back.
ist dein größter Wunsch für die Zukunft? Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Leute das machen, was sie eigentlich machen wollen und ein bisschen mehr Mut zur Selbstverwirklichung zeigen. Letzte Frage. Willst du noch selber ein bestimmtes Statement an deine Fans loswerden oder die künftigen Fans, die es zu überzeugen gilt? Also ich hoffe auf jeden Fall, dass ich im Laufe meiner Touren, meiner Konzerte, auch mit der nächsten Sommertour, die wir fahren werden, viele Leute treffe, mit vielen Leuten ins Gespräch komme, möglichst viel über das Leben der Leute erfahren kann. Auch danke nochmal an Reggae Stories, dass ich hier sein darf. War eine sehr nice Erfahrung und das ist eigentlich auch das, was ich mir für die Zukunft wünsche, so beibehalten zu können. Gibt es schon Pläne, wo wir dich sehen werden? Ja, es gibt so ein paar Dates, die sind allerdings noch nicht bestätigt, aber ich denke, wer aufs Reggae Jam oder auf Summer Jam kommt, hat gute Chancen, mich zu sehen. Ja, schön. Das werden wir machen. Danke für deine Zeit und das Interview und weiterhin viel Erfolg für deine Zukunft. It's a blessed love, Reggae Stories. Extra für euch angereist, den ganzen langen Weg aus München, live and direct. So checkt sein Album, see New Generation Family, mehr tell that shit. Sagt zu euren Freunden, Nachbarn, wenn es euch gefällt. How when the wind them blow you out all season, oh ja, I'm so stress free. Blessed love, Fire T said that, heart of love. Danke. Yes, danke. Waren nur die Hälfte aller Fragen, oder? Yeah.